Herzlich willkommen zur Folge 20 hier zu Assassin's Creed 3 Remastered. Wir sind wieder am Start, 20 Folgen, also mit dieser Folge, die 20. Folge. Mal schauen, wie lang das geht. Also ich tippe ja mal so auf 50 Folgen. Ich mache pro Folge so circa eine Stunde. Also so circa eine Stunde, eigentlich immer mehr als eine Stunde. Bei 20 Folgen sind es wahrscheinlich schon 23, 24 Stunden, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich tippe mal auf 50 Folgen circa, dann haben wir das hinter uns gebracht, komplett hinter uns. Ich rede hier von 100% selbstverständlich. Und ihr seht hier so ein springendes Icon. Das ist auch so ein wunderschöner Bug. Was wir jetzt machen, ganz klar, wir sind ja jetzt bei der Davenport-Siedlung. Falls ihr natürlich jetzt nicht wisst, wo ich hier bin eigentlich und was ich hier eigentlich mache, ist es vielleicht ratsam, ältere Folgen anzusehen. Denn wir machen jetzt eine weitere Siedlungsmission und hoffen, dass hier irgendjemand geupgradet wird. Wahrscheinlich die Jägerin, so wie es aussieht. Weiße Trophäe. Ist vielleicht noch ein bisschen lauter? Oh, sorry. Ich versuche, einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon zwei meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß, so verrückt es auch klingt. Sein Pelz muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt, sei leise. Ja. Also schnell laufen ist ja eh nicht, da der Schnee hier doch ganz schön einen abhält. Also links unten seht ihr ja natürlich den Bereich der Minikarte, wo man leise sein muss. So, und wir schauen uns einfach mal um, wo wir hier einen weißen Puma sehen. Die Umgebung ist eigentlich jetzt nicht sonderlich groß. Ich schaue schon mit spitzen Adleraugen. Aber weißer Puma natürlich. Was? Den weißen Puma jetzt zu entdecken im weißen Schnee ist natürlich ein bisschen schwierig. Hat die den schon gesehen? Ah, da ist ein Hinweis wahrscheinlich. Ich gehe einfach mal vor. Da haben wir die Markierung des weißen Pumas gefunden. Und wir konnten dadurch das Gebiet jetzt eingrenzen. Also, eigentlich müsste doch die Markierung gelb aussehen, ne? Also im Schnee ist es doch wahrscheinlich, wenn die da ihre Markierung setzen, gelb. Vielleicht kommt er gleich hier raus, wer weiß. Gerade ein bisschen Schiss, dass er mir gleich an die Gurgel möchte. Hier scheint wieder ein weiterer Hinweis zu sein. Sieh nur, wie groß die Katzspuren sind. Schieß bloß nicht daneben. Das scheint doch ein ziemliches Ding zu sein. Ich müsste vielleicht meine Waffe langsam zücken. Aber gut. Wo soll das Vieh sein hier? Das Gebiet ist ja jetzt wirklich arschklein. Die waren da dahinter. Vielleicht hat sie den richtigen Riecher. Also die wandert jetzt aus dem Gebiet raus. Das scheint mir jetzt nicht logisch. Ist das jetzt die KI, die so ein bisschen dämlich ist, oder möchte die mich hier zum irgendeinen Hinweis hinsteuern? Ich glaube, die ist ein bisschen doof. Also wenn ich mir hier die Karte anschaue, kann der ja bloß hier in der Gegend sein. Mit Hinweisen im Suchgebiet interagieren. Also wir müssen nach Hinweisen gucken. Ich setze jetzt mal mein Adlerauge ein, da ich hoffe, dass ich mit dem Adlerauge diverse Hinweise schneller sehen werde. Das Problem ist dann, da ist die Minikarte dann weg.
Weiß gar nicht, wo das Gebiet endet. Da ist noch was. Da ist eine Lupe. Ja. Eine Vorliebe für Hasen ist nicht der erste. Noch frisch. Er ist nicht weit. Da ist er! Eine bessere Chance bekommen wir nicht. Was jetzt? Los, Connor, sonst sehen wir ihn nie wieder. Komm, hast nur einen Schuss. Beeilung. Einen Schuss. Ja, den Puma verfolgen sollen wir. Der ist aber auch sauschnell. Da reden wir mal mit Norris, ob er den Puma gesehen hat. Das ist unser Stein. Kommt meinem neuen Freund, ja? Steinmetz hier. Ich lud gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ehrlich. Was meinst du dazu, Miriam? Rauslocken und schießen. Norris hält sich zurück, einer von uns geht rein und lockt ihn raus. Der andere wartet hier und schießt. Ich werde reingehen. Scheiße, wieso ich eigentlich? Hi, wie geht's? Pumachen, wo bist du? Ich sehe gar keinen weißen Puma. Oh! Guter Schuss! Vielen Dank, Miriam. Ja. Leider war ich nicht so schnell und habe das Quicktime-Event verpasst, aber sie hat ihn erschießen können. Komisch. Also anscheinend war es nicht wichtig, das Quicktime-Event erfolgreich abzuschließen. Und wir sehen hier Jägerin Stufe 2. Hier muss irgendwas neu sein. Sehr schön. Jetzt sieht es doch schon ein bisschen einladender aus hier. Damit hätten wir die Siedlungsmission auch hinter uns gebracht. Ja, und Jägerin Stufe 2, was bringt uns das? Naja, ich denke mal, sie wird jetzt mehr oder unterschiedlichere Pelze oder Nahrung uns jetzt liefern, die wir dann benötigen, um irgendwas herzustellen. Ja, dann haben wir noch eine Siedlungsmission, die sich wahrscheinlich gerade eben freigeschaltet hat. Da würde ich jetzt einfach mal eine Schnellreise machen. Und ja, Schnellreisen. Gut. Schauen wir mal, was da sein könnte. Also wir haben ja schon zum Beispiel die Baumstammleute hier, die Holz sammeln und Holz hacken. Die haben wir ja schon, ich glaube, schon auf Stufe 3 gebracht, oder? Und es ist wieder dort in der Nähe, deswegen frage ich mich gerade, ob das jetzt wieder die sind. Schauen wir uns das mal genau an. Ja, den kennen wir doch. Also, hier spielen wir jetzt die Siedlungsmission Ein Raum im Gasthaus. Oh, Bier. Hallo, Sir. Möchtest du einen Schluck Ale oder etwas Brot und Käse? Connor, ach, das hier ist Oliver und das ist Corinne. Tolle Leute. Olli, das ist Connor, der Mann, von dem ich dir erzählt habe. Der Herr des Hauses. Wir waren auf der Durchreise und trafen eure Pächter. Sie hatten Durst und wir hatten ein paar Fässer dabei und... Ich bin kein Herr und das sind meine Freunde, keine Pächter. Was macht ihr auf der Straße mit einem Karren voller Ale? Wir waren Gastwirte, bis der König unsere Taverne einfach für das Militär beschlagnahmte. Uns auf die Straße setzte. Hey, ihr solltet hier siedeln. Hier fehlt eine Taverne. Sehr gute Idee. Würden wir. Oh, da bandelt sich was an. Ohne das Gasthaus selbst haben wir keine Wahl. Und eins zu bauen ist teuer. Wir haben sicher Bedarf für etwas in der Art. Ich spreche mit meinen Freunden an der Mühle und sehe, ob wir nicht selbst eins bauen können. Wenn wir das arrangieren, würdet ihr denn erwägen, hier zu bleiben? Natürlich.
Herrlich, Olli, wir sind wieder Gastwirte. Cool. Ja, vielleicht, die haben anscheinend Leidenschaft. Das ist cool. Oliver und Corinne mit einer Investition von 1000 Pfund helfen. Ich habe leider nur 460, also ich bin wirklich ein sehr spendabler Freund. Aber ich habe leider wirklich nur 460. Das kann ich jetzt nicht so aus dem Stegreif bezahlen. Das geht leider nicht. Ja, da kommen wir wohl zu dem Punkt, dass ich wahrscheinlich erstmal Geld sammeln muss. So, da gehen wir erstmal Geld sammeln. Ich würde sagen, Boston brauchen wir gar nicht gehen. Da war schon alles, glaube ich, aufgesammelt. Wir gehen mal in, obwohl in New York. Ja, wir gehen einfach mal in New York. Wir sammeln da ein bisschen wieder was ein. Ja, ihr kennt ja vielleicht, habt ihr ja schon ein paar Folgen von mir geguckt. Wir haben ja Boston so ziemlich durchgeackert. Im Großen und Ganzen ist da schon alles geholt. Dann haben wir jetzt ein neues Gebiet bekommen. Das ist New York. Oder so ein Teil von New York. Und da gibt es noch einiges zu holen, vor allem auch einiges an Schätze. Von daher würde ich mich jetzt darauf konzentrieren. Ich gucke gerade ein bisschen. Weil wir brauchen ja Geld. Und wie bekommt man am schnellsten Geld, indem man Schätze holt? Das ist jetzt so mein logische Schlussfolgerung. Man könnte natürlich auch einen Haufen plündern, also ein paar Gegner töten und plündern, aber das dauert hier extrem lange. Die haben alle so wenig Pfund bei sich. Ist ein doofer Gedanke. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal einen Schatz holen. Ist ja auch nicht schlimm, weil wir haben ja, wir wollen ja sowieso New York ein bisschen ja, durchforsten und die ganzen Gegenstände holen. Was mir natürlich auffiel, New York ist auch wesentlich kleiner als Boston. Also das wird wesentlich auch schneller hier gehen, dass wir alles durchgekaut haben. Da ist schon unser erster Schatz. Vielleicht reicht der ja schon aus, um glücklich zu werden. Plan habe ich schon mal erhalten. Ja, wir haben 1210. Man sieht es links unten. Also rein theoretisch können wir schon wieder können wir wieder zurückgehen. Das machen wir auch. Denn wir haben ja jetzt Geld. Wir können ja jetzt auf die Kacke hauen. So, dann gehen wir wieder zurück zu der Import-Siedlung. Und unterstützen den natürlich. Also in Gastwirt ist natürlich richtig geile Angelegenheit. Also da freue ich mich wirklich sehr. Das ist ja mal was Sinnvolles. Wir haben schon einen Tischler, wir haben Holzfäller, wir haben Jäger, wir haben Steintypi, der Mineralien sammelt, jeglicher Art. Aber ich weiß jetzt gar nicht, habe ich jetzt einen vergessen. Ach so, und dann haben wir natürlich die Farm. Die ist auch noch relativ neu, sage ich jetzt mal. Mit Prudence und Warren. Ja, Farm generell wahrscheinlich. Getreide und sowas machen die ja auch. Also unsere Siedlung, also jetzt mit einem Gastwirt, finde ich, das ist jetzt langsam ein Dorf mittlerweile. Das ist cool, also. Jetzt haben wir ja 1000. Den helfen wir jetzt. Das bitte sehr. Sollte reichen. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Versprochen. Das glaube ich auch nicht. So, mal gucken, ob wir schon das Endergebnis sehen. Es geht ja hier ganz schnell. Zack, zack. Ja, tatsächlich. Also Oliver und Corinne, Gastwirte, können nun Alkohol und Nahrung. Also Alkohol und Nahrung. Also dann war das schon wieder so schnell weg. Wir haben auch einen neuen Plan erhalten. Mehl.
und Salz. Und schaut euch das an. Also hier stand erst nichts. Hier war Wald. Jetzt ist ein wunderschönes Gasthaus. Kann man hier eigentlich reingehen? Nein, also hier kann man nicht reingehen. Das ist aber jetzt ein bisschen schade. Aber hier kann man reingehen, oder? Oh. Hier kann man reingehen. Cool. Sehr schön. Das freut mich. Hier kann man auch ein bisschen spielen. Das sieht aus wie Mühle. Und ein bisschen reden kann man hier auch. Dann werden wir auch mal reden. Mit den neuen Ankömmlingen hier. Köstlich, Liebes. Connor, was führt dich her? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kam vorbei und dachte, ich sehe mal nach, wie es euch geht. Wie nett von dir. Nun, mein Junge, es geht uns sehr gut. Zwischen diesen Nachbarn? Die Matrosen kommen und gehen. Ganz zu schweigen von den Reisenden. Unsere Betten sind immer belegt und das Bier geht gut weg. Ich bin froh, dass bei euch alles so gut klappt. So ein bisschen steifes Gespräch. Ich müsste lügen, wenn ich sagte, wir waren nicht besorgt, als wir das alte Gasthaus verloren. Doch Gottes Wege sind unergründlich. Ja, ihr habt Connor getroffen. Das war die einzig richtige Entscheidung. War es ja nicht, aber der einzig richtige Weg. Connor hilft hier jeden. Ja, und da ist die Frau. Und da müsste dann der Mann sein, irgendwo hinten. Man sieht ja natürlich die Icons auf der Minikarte, deswegen kann ich das so gut. Die haben ja hier noch was im Hintergrund. Joi, also das ist ja wirklich ein riesiges Ding hier. Nicht schlecht. Ja, Gastwirte sind schon geil. Also das ist wahrscheinlich jetzt das größte Gebäude überhaupt, was jetzt auf meiner Siedlung ist und wahrscheinlich auch bleiben wird. Ich glaube nicht, dass da noch größere Gebäude kommen werden. Ja, wunderschön also. Wunderbar. Also ich kann mich nur glücklich schätzen, dass so viele natürlich auf meine Siedlung wollen. So, dann schauen wir mal. Da hinten gibt es noch ein interaktives Gespräch und ganz weit hinten war noch eine Siedlungsmission. Also es geht noch fleißig weiter. Red mal erstmal mit Godfrey. Gentlemen, ihr habt euch wieder vertragen? Oh ja, sind auf dem Weg zu einem Bierchen. Du hast vielleicht bemerkt, dass ich ab und zu etwas heißblütig bin. Diana geht's gut, den Kleinen geht's gut. Hier ist eigentlich alles gut. Bin nur froh, dass ich Godfrey nicht wehgetan habe. Mal ehrlich, das hätte ich mir nie verzeihen können. Bin auch froh, Terry. Du hättest mich mit deinen Fäustchen pieksen können. Reiz mich bloß nicht. Schon gut, bleib locker. Ich bin froh, dass alles beim Alten ist. Ja, gut, ich auch. Ja, super. Also wir können ja mal kurz gucken, den aktuellen Stand der DNA. Ja, was ist DNA, wenn ihr neu seid? Ja, ganz einfach. Alles wird hier, jeder Fortschritt wird hier irgendwie in Prozente gemessen und auch dieser Siedlungsfortschritt. Da haben wir ja schon hier Godfrey, haben wir ja schon 3 von 4 gemacht. Und hier ist Blanks, Warren Prudence, Norris. Hier seht ihr noch ein paar weitere, die hier zusiedeln werden. Das wird hier jetzt noch die Überraschung werden. Miriam, das wird die Jägerin sein und Oliver und Corinne. Oh, da gibt's nur eins. Also in Sachen Oliver und Corinne haben wir, also die Gastwirte, haben wir schon alles erreicht, was wir erreichen können. Klingt doof. Und hier können wir noch Erfindungen in der Siedlung dann herstellen und dann auch noch ein paar Sachen bekommen. Also es bleibt auf jeden Fall noch sehr spannend. Hier gibt es auch noch was. Rätsel des Landhauses. Achilles Andenken aus New York besorgen. Okay, also hier gibt es noch ein paar Sachen. Ja, und wir machen weiter. Ich wollte ja nur mal kurz den Zwischenstand sehen. Hier gibt es kein interaktives Gespräch mehr. Also wir gehen zum Herrenhaus. Das ist, falls ihr natürlich das auch noch nicht gesehen habt, das ist das Haus von Achilles, wo Connor dann einen Unterschlupf gefunden hatte.
Und wo er dann zum Assassinen ausgebildet wurde. So, da gehen wir rein. Also hier, das ist quasi unser Zuhause. Wir haben uns da mit eingenistet quasi. Da scheint es eine neue Siedlungsmission zu geben. Und die nennt sich Rätsel des Landhauses. Connor, komm mit mir nach unten. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen, doch mit diesen alten Knochen geht es nicht mehr. Ja, kein Problem, würde ich sagen. Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhleneingang. Du wirst ihn irgendwie beiseite räumen müssen. Ja, und ihr seht, also ich weiß nicht, warum ich jetzt nach unten gehen sollte, damit ich wieder hochgehe. Hier seht ihr natürlich einige Monturen. Das von Alexios, das sehe ich jetzt schon. Und das von den anderen Assassinen, das ist von Bayek. Also manches kommt mir sofort bekannt vor. Das von Ezio. Und das könnte von, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, aber von Assassin's Creed Syndicate sein. Der Protagonist. Ihr seht, ich vergesse natürlich auch die Namen mit der Zeit. Wir gehen wieder hoch. Also irgendwo soll es hier eine tolle Schatztruhe geben. Aber wir müssen zuerst mit Norris, das ist quasi unser Mineralienmensch, der hier Steine und Co. abbaut. Mit denen sollen wir jetzt über Sprengstoff reden. Das ist natürlich ein ganz witziges Thema. Ja gut, da laufen wir jetzt hinter. Da könnt ihr ein bisschen so meine Siedlung betrachten. Also jetzt ist noch ein bisschen wenig los. Wird natürlich irgendwann mal mehr. Die Siedlungsfunktion gibt es natürlich auch wieder in Assassin's Creed Valhalla. Oder was heißt natürlich, gab es jetzt erstmal eine lange Zeit gar nicht. In Valhalla soll es wieder Siedlungsfunktionen geben, wo man quasi ja, ansiedeln kann, bauen kann. Da freue ich mich wirklich schon sehr. Das ist nämlich diese Siedlungsfunktion, die hier in Assassin's Creed 3 gab. Ist ja schon 8 Jahre her, das Spiel hier. Also vom Stand vom Jahr 2020. Weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt, aber dementsprechend ist ja schon dann noch älter. Da gab es halt schon halt diese wunderschöne Siedlungsfunktion und die habe ich wirklich geliebt. Ich habe ja die Davenport-Siedlung habe ich damals genossen. Ja, und das jetzt nochmal zu erleben, natürlich in der Remastered-Version, ist natürlich für mich wieder schön. Freut mich auch. Bin wirklich sehr angetan. Ja, ich kann mich aber an diversen Missionen natürlich nicht mehr so genau erinnern. Also 8 Jahre ist wirklich eine sehr lange Zeit. Manche Sachen, vor allen Dingen die unangenehmen, kommen mir natürlich sehr schnell wieder bekannt vor. Aber jetzt zum Beispiel das hier. Mit Norris über einen Sprengstoff reden. Das sagt mir wirklich gar nichts. Und ich glaube, ich habe jetzt einen Bug ausgelöst. Seht ihr das? Aber ich bin noch rausgegangen. Also er war jetzt die ganze Zeit in diesem Fallmodus. Das kann passieren. Da muss man sich irgendwie rausspringen, raus. Ja. Also egal welche Aktion man macht, man muss da irgendwie sich da befreien. Ganz viel drücken. Das hilft bei den meisten Spielen. Und wenn wirklich alles nichts hilft, das hatte ich zum Beispiel The Witcher 3, sowas in der Art, dann einfach neu laden und hoffen, dass es vorangeht. So, wir haben hier Norris. Und er baut gerade fleißig, oder er hackt fleißig gegen eine Wand. Da reden wir mal mit denen. Ein paar Minuten wird er ja Zeit haben. Norris, ich muss etwas holen für den alten Mann und er sagte, es müssten erst Felsen beseitigt werden. Ja, ich werde Sprengstoff mitbringen. Ach so, ja. Okay. Ich dachte, wir müssen erst so dahin arbeiten. Ja, vielleicht Sprengstoff wäre gut, nicht? Ja. Wir folgen also Norris jetzt zum Eingang der Höhle. Sicher keine von den üblichen Kolonistinnen. Gute Schützin.
Sie hat den Puma erlegt. Sie ist stark und tüchtig. Hat sie einen Mann? Keinen, von dem ich wüsste. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Ich würde sie gern besser kennen. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich probier's. Hey, Vorsicht! Das Pulver darf nicht nass werden! Wieso sagt er Vorsicht? Er hält doch das Pulverfass in der Hand. Also er ist anscheinend ein bisschen verliebt in unsere Jägerin. Unsere erste Liebesbeziehung hier in der Siedlung. Jetzt weiß ich, warum er mir geraten hat, dich mitzunehmen. Kein Problem. Wir sprengen ihn. Sei mein Gast. Geh in Deckung! So, also er sagt, geh in Deckung, aber ich muss drauf schießen. Aha. Aha! Das hat gesessen! Vielen Dank. Bienvenue. Ja, das reicht. Sieht nicht sicher aus da drin. Pass gut auf. Ich bin an der Mine. Sehr interessant, was du über Myriam sagtest. Ja, da gehen wir mal schauen. Ich denke mal, so groß wird es nicht sein. Oh Gott. Oh. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich glaube, die Höhle stürzt ein. Fürchte ich. Versuche da irgendwie zum grünen Punkt zu kommen. Also es ist so jetzt ganz intuitiv, wo ich hier lang gehe. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch mehrere Wege, die nach Rom führen. Oh. Warum ist die Höhle jetzt so einsturzgefährdet? Nur weil ich ein bisschen hier Bum-Bum gemacht habe. Und warum ist das hier arschdunkel? Ist das normal? Ich weiß doch gar nicht, wo ich lang gehen muss hier. Ja, tot. Scheiße. Nanu? Das ist aber jetzt echt doof. Gibt's hier keine Lampe? Ja, ich sehe nichts. Das ist ja wirklich dunkel hier. Ist das normal? Ja, keine Ahnung, wo ich hier hinspringe, ne? Also, liebe Leute. Ich versuche nur irgendwie hier zu laufen. Ey, ich jump jetzt schnell hier hinter. Das ist mir völlig Wurst. Ich will den blöden Schatz haben und dann raus hier. Komm. Mach dich Truhe auf. Was ist da drin? Ja, brauchst du nicht sagen, ne? Ah, scheiße. Zeitlimit. Wie soll ich hier rauskommen? Also, ich versuche hier wirklich immer nur zu drücken und zu machen. Hier ist wenigstens jetzt wieder ein bisschen Licht. So, und ich würde einfach mal nach unten gehen. Jetzt versuche ich hier schnell rauszukommen. 1:30 haben wir noch. Scheiße. Was denn jetzt? Ist das jetzt der fucking Ernst? Was soll denn der Scheiß? Willst du mich verarschen? Aber... Wie? Wie komme ich hier? Fallen Waffen, warum ist das hier so dunkel? Ach, hier. Oh Gott. 40 Sekunden gleich nur noch. Also ich vermute es sehr stark, dass wir das nicht schaffen. Ja. Komm. Connor.
Scheiße. Das steuert sich aber auch scheiße. Fuck. Ja, haben wir nicht geschafft. Obwohl wir jetzt draußen sind. Geil, oder? Voll für den Arsch. Ich hätte bloß noch 2-3 Sekunden gebraucht. Ja, Zeitlimit ist abgelaufen und das Spiel hat sich gedacht, nö, du fängst jetzt nochmal schön von vorne an. Ja, wir haben ein bisschen rumgetrödelt, das gebe ich zu. Aber es war halt natürlich auch schwierig. Vor allen Dingen ist das bei euch auch so dunkel. Also, wenn ihr die Mission auch gerade seid und ihr verzweifelt seid, warum es hier so dunkel ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch genauso dunkel ist. Also einfach mir folgen. Ich habe es jetzt so ungefähr im Kopf, glaube ich. Oder doch nicht. Wir schauen erstmal. Hier müssen wir lang. So, dann kommt hier gleich vorne erstmal Rungsibums. Ja, genau. Dann gehen wir hier nach links. Dann, also jetzt haben wir schon wesentlich mehr Zeit. Das werden wir dann auch schaffen. Aber ihr habt es gesehen, ne? Also ich habe es eigentlich rausgeschafft. Die Zeit war halt nur nicht mehr vorhanden. Also nur 2-3 Sekunden. Aber an sich ist Connor noch gesund und munter rausgeschlittert. Das ist aber auch ein bisschen knapp, finde ich hier. Ist alles hier arschdunkel. Das ist ja auch noch das Allerschlimmste. Oh ja, scheiße. Oh, wir haben es geschafft. Das war knapp. Ui. Ja, schon wieder ist die Höhle zu. Genauso wie sie eigentlich vorher aussah, glaube ich. Oh. Huh. Ah, das war jetzt ein kleiner Kampf. Wir werden schnell reisen. Geht nicht. Schnellreise ist nicht verfügbar. Wir dürfen nicht schnell reisen jetzt. Warum auch immer. Dann versuchen wir einfach mal dahin zu laufen. Huh. Ja gut, beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Aber wirklich, es ist so dunkel gewesen. Ich weiß gar nicht, ob meine Bildschirmeinstellung, also eigentlich ist die ziemlich gut, die Bildschirmeinstellung. Deswegen verwundert mich das jetzt echt stark. Vor allem, man hat ja wirklich keine Lampe. Hat man hier eine Fackel? Nee, ne? Das gab's doch hier damals noch gar nicht. Ich frage mich, wie man da rauskommen soll eigentlich. Das wird ja Stunden dauern. Ja, Assassin's Creed 3 hat da manchmal seine Ecken und Kanten, aber klar, es war halt, es ist ja mittlerweile ein sehr altes Spiel, ist ja von Jahr 2012. Da war das schon noch ziemlich gut zu der Zeit. Aber natürlich, wenn man das so heutzutage sieht und so heutzutage... Ja, vor allen Dingen sieht, wie man verwöhnt wird. Ach, schaut mal hierher. Herrlich. Dann ist das natürlich, ja, ganz schöne grobe Schnitzer hier drin. Ja, und da sind wir langsam beim Achilleshaus, da, wo ich nicht schnell reisen durfte. Sonst hätten wir die Sache nämlich schon erledigt. Aber ihr seht, hier laufen jetzt ganz viele Menschen rum. Aber auch Menschen, die ja überhaupt nicht zu meiner Siedlung gehören. Aber wahrscheinlich durch das Gasthaus. Die kommen hier, um zu saufen. Quasi unser kleiner Ballermann. Reingehen. So, und der ist natürlich jetzt im Keller noch. Der hat die ganze Zeit jetzt im Keller gewartet.
Da ist unser geheimer Trick, der... dieser Kerzenhalter. Ich wollte schon sagen Kronleuchter, aber ist es ja gar nicht. Ich hab, was du wolltest. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lange her. Was Wem ist hat das? Das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Und du? Was ist das jetzt? Haben wir jetzt den Umhang? Oder? Ja, das ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonie kam. Aber der ist jetzt nicht hier mit aufgebahrt. Hier kann man in die Monturen rumswitchen. Hier haben wir die Assassinen-Montur, die wir derzeit anhaben. Dann haben wir die Ezio-Montur. Wegen der Clubmitgliedschaft. Gefangenen-Montur. Ne, die wollen wir nicht wieder anhaben. Kapitänsuniform. Tiergeist. Bayek. Shay. Den lernen wir später noch kennen, eventuell. Jacob Fries. Ach, Jacob war es, genau. Arno. Ja. Nö, also den, die Montur haben wir auch nicht. Ja, aber wir haben wenigstens die Siedlungsmission geschafft. Das ist auch schon mal was wert hier. Gut, haben wir noch eine? Ja, wir haben da noch hinten eine Siedlungsmission. Das geht ja wirklich wie Brötchen backen. Bevor wir aber da hingehen, würde ich sagen, wir gehen nochmal schnell hier wegen den Finunzen, wegen den Handel und so weiter gucken. Ah, das war hier. Connor läuft wirklich so ein bisschen innerhalb eines Gebäudes, ein bisschen bescheiden. Das nervt mich. So, wir schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen, wir haben ja noch ein bisschen Geld. Ob wir hier noch irgendwie unser Inventar voll machen können. Hier zum Beispiel beim Kauf von Kräutern, Rosmarin und so weiter. Also das bauen die unsere Siedler oder Pächter an. Und wir können das von denen kaufen. So habe ich es verstanden. Aber wir haben kein Geld mehr. Dann ist das ja schon wieder obsolet. Genau. Hier haben wir jetzt schon Eisenerz als Ressource. Sand hätten wir jetzt kaufen können, ja, aber leider, oder? Das war doch Sand gerade eben. Ja. Also Sand müssten wir noch kaufen, aber leider habe ich nicht mehr genug Geld. Dann könnten wir nämlich hier im Handel... Schon eventuell, also jetzt fällt noch dann Kupfererz, das ist dann als drittes. Und wir benötigen noch Big Dave, den kennen wir ja noch gar nicht. Oh, das ist ein Schmied, cool. Jetzt haben wir uns schon spoilern lassen. Und Lile, das ist Arzt. Okay, also das können wir wirklich eine lange Zeit gar nicht herstellen. Big Dave macht wirklich sehr, sehr viel. Also Big Dave brauchen wir erstmal grundsätzlich. Alles klar. Dann haben wir noch ein Kato-Schwert. Ein doppelter Holster. Aber ihr seht, also wir brauchen ja wirklich einige Leute, die wirklich schon in einer gewissen Stufe sind. Also hier kann man wirklich sehr wenig herstellen. Außer Landkonvoi und sowas, ja. Na gut. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das müssen wir ja wirklich erst später angehen. Die ganzen Anwesen, Sachen herzustellen oder auch diese ganzen wunderschönen Waffen und Ausrüstung für Connor. Das wird alles später werden. Aber wir gehen jetzt zur nächsten Siedlungsmission. Die wartet schon. Ja, ich mache das jetzt so lange, bis keine Siedlungsmission mehr gibt. Es ist halt so, dass Siedlungsmissionen je nach Sequenz, wir sind jetzt in der Sequenz 9 von 12, je nach Abschließen der Sequenzen auch freigeschaltet werden. Und ja, jetzt haben wir einiges an Siedlungsmissionen. Die kamen jetzt richtig hintereinander weg, raus.
Und es kann quasi also losgehen mit der nächsten. Denn ihr habt es ja gesehen, wir brauchen zum einen auch Big Dave. Der ist ja für vieles verantwortlich, das überhaupt im Anwesen hergestellt werden kann. Und Big Dave scheint ein Schmied zu sein. Vielleicht kommt er ja jetzt. Aber da muss man auch teilweise Stufe 4 schon haben. Also boah, schon ja, einige Missionen gemacht haben. Und das ist aber Norris. Den kennen wir ja schon. Norris auf Freyas Füßen. Norris. Du kennst Miriam? Natürlich. Was gefällt ihr? Ich möchte ihr etwas schenken. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht was jagen? Na gut. Ich spreche mal mit Prudence. Vielleicht kann sie helfen. Also die Gespräche sind etwas holzig, finde ich so. Connor, was gefällt ihr? Ich weiß es nicht. Na gut. Ja, okay. Schön. Schön, dass wir gesprochen haben, du Arsch. Schön, dass du mir nicht geholfen hast. So klang das jetzt gerade. Also echt, die Gespräche sind ja manchmal bisschen witzig, obwohl die gar nicht witzig sein sollten. Also unfreiwillig witzig. So, und wir sollen jetzt zu Prudence und Warrens Farm. Und da nochmal mit den Reden. Die kennen ja vielleicht Miriam. Weiß ich nicht, hab die noch nie zusammen gesehen, aber wahrscheinlich, weil die so ungefähr in der gleichen Ecke hocken, kann schon passieren, dass sie sich mal über den Weg laufen. Und dann tauscht man sich doch mal ab und zu was aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass Miriam sagt, oh, ich möchte irgendwie, ich weiß nicht, irgendein seltenes Tier erlegt haben. Weil sie ist ja Jägerin. Vielleicht steht sie ja auf sowas. Lieber in die gejagte Beute. Dann sitzt sie da mit Norris am Lagerfeuer. Und isst das blutige Fleisch. Und es quillt aus ihren Zähnen hervor. Vielleicht steht sie darauf. Vielleicht macht sie das spitz. Mal gucken. Wir reden jetzt mit Prudence. Die backt hier gerade Brötchen anscheinend. Prudence. Sind die auch Bäcker oder was? Cool. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten wachsen auf dem Hügel im Nordwesten. Sie sind schwer zu erreichen, doch dort in der Sonne wachsen sie groß und stark. Ja, warum hat er jetzt näher den Namen gesagt? Was ist denn das? Das möchte ich nicht sagen. Ja, na und? Und wenn sie das dann halt der Miriam sagt, mein Gott. Super. Na gut, jetzt gehen wir mal halt Blumen pflücken. Ich hoffe nun mal, dass sie nicht allergisch ist. Sonst wäre es natürlich ein absoluter Reinfall. Warum müssen wir das eigentlich auch alles hier im Winter machen? So, und da oben sollen Blumen sein. Und hier unten habe ich schon Wölfe. Schön. Ich muss ja wirklich fast mein Leben aufs Spiel setzen. Ja, ihr seht, mein Controller ist fast leer. Das passiert mir ab und zu in diverse Folgen. Scheiße. Auch das hier. Schnell weg hier. Geil. Wenn man runterfällt, dann wird man gleich zerfleischt. Das gibt nochmal so einen richtigen Kick. Scheiß Viecher. Ja, ganz ruhig. Ich komme nie wieder. So. Oh, scheiße. Das war knapp.
Gleich werden wir hier wirklich zum Fraß vorgeworfen. Aber gut, die Hunde sind so doof, die sind schon wieder weg. Interagieren. Ach, hier sind die Pflanzen. Die habe ich schon getreten. Ach Gott. Ja, schön, dass die auch noch im Winter blühen. Scheiße, da sind die Viecher wieder. Schnell, lauf, Connor, lauf, lauf, lauf. Ja. Wir sind entkommen. Und jetzt gehen wir zu Norris. Und geben die Blumen. Die wunderschönen. Keine Ahnung, was das überhaupt für Blumen sind. Ich kenne mich mit Blumen privat wirklich überhaupt nicht aus. Ich bin froh, wenn ich weiß, was eine Rose ist, was eine Tulpe ist. Und was ist noch so mein Blumenschatz? Ja, und Petersilie. So tick ich und ich weiß auch nicht viel über Blumen. Ich übergieße die meistens. Ich habe da überhaupt keinen grünen Daumen. Ja. Für mich muss alles am besten App und Smartphone gesteuert sein. Oder die müssen sich selber versorgen können. So viel zu mir. Jetzt wieder zu Connor. Die Blumen. Hier sind sie. Wo ist Norris? Ach, Norris ist gerade kacken. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Bist du da drin? Komm raus aus der Hütte. Durchfall hier, oder was? Oui. Achso. Oh, ich komme dann später nochmal zu dir. No, es geht schon. Was gibt es? Prudence rät zu einem großen Strauß Wildblumen. Wirklich? Ganz sicher? Kommt mir komisch vor. Ja, und weiter. Ich habe doch welche gepflückt. Hier, bitte. Oh, und da haben wir Norris jetzt Stufe 2. Zu Stufe 2 geschafft. Wir haben ein neues Upgrade erhalten. Spezialeisenbarren. Ich glaube, das ist jetzt hier alles neu. Da geht's auch tief rein, glaube ich, oder? Ja, arbeitet dran. Oh, aber es sieht schon ganz nett aus. Ist zwar nicht viel jetzt, was jetzt hier neu ist. Aber nett sieht's aus. Ja, und da haben wir schon wieder Siedlungsmissionen. Also ihr seht, es geht jetzt zack auf zack, 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 zack. Ja, wir wollen ja auch endlich mal coole Waffen herstellen, coole Sachen, wo wir vielleicht mal profitieren. So, aber da gibt es noch ein interaktives Gespräch. Das machen wir natürlich, bevor wir jetzt zu den Siedlungsmissionen noch wandern. Aber ihr seht, wie langsam hier das größer wird und meine Siedlung wächst. Ne? Das ist schon cool. Das ist richtig geil. Das war damals im Jahr 2012, war das richtig spitze. So. Mit wem kann ich hier quatschen? Ist er wieder kacken? Hallo? Also irgendwas stimmt hier nicht. Mit wem soll ich denn hier quasseln? Ich glaube, hier ist irgendwas noch faul. Vielleicht später mal. Wir gehen jetzt zu der Siedlungsmission mal, die ein bisschen näher ist. Frage mich gerade, bei wem das ist. Ah, sieht wieder nach Godfrey und der andere aus. Also die Holzfäller. Aber die spielen anscheinend Spiel. Ah, Bowls-Anfänger. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich sehe, vertragt ihr euch wieder.
Ja, das hast du schon mal gesagt, Connor. Oh ja, wir gehen uns immer wegen irgendwas an die Gurgel, doch meist vertragen wir uns am Ende wieder. Hm. Der Gedanke, dass meine Familie in Gefahr ist, hat mich kalt erwischt. Und Terry weiß, dass er mich nie besiegen könnte. Du Ratte! Er hat diese Boltzbahn gebaut, damit er mich bei irgendwas schlägt. Das klappt bloß nicht, was, Terry? Ich lag in Führung, bis Connor vorbeikam. Sicher warst du das. Ja, wir müssen ein Spiel spielen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ach, hier wird auch nichts erklärt. Mit L bewegen, mit R zielen. Was soll ich denn jetzt machen? Bowls? Werfen mit X steht da rechts unten. Ich werfe jetzt einfach mal. Pop. Ja. Was bringt das? Gerader Wurf, taktische Ansicht, werfen. Ein Punkt. Ah, man muss wohl in der Nähe sein. Also schnallen tue ich es jetzt gerade nicht. Gibt es ja irgendwie auch Spielregeln? Wieso muss ich jetzt was machen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie kommt mir das alles so komisch vor gerade. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Es tut mir leid. Oh Scheiße, das war ein bisschen zu weit. Was mache ich jetzt hier? Und wer bin ich eigentlich? Und warum bin ich das? Ist das... Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Runde 2. Ah, also der Ball ist anscheinend... Jetzt verstehe ich es langsam. Der Ball, dieser kleine Ball, um den muss man sich wahrscheinlich versammeln. Und die großen Kugeln sind nämlich... Ah, ja, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Jetzt. Also der kleine Ball ist das A und O. Das habe ich jetzt vorhin nicht so rausgefunden, muss ich ehrlich sagen. Oh, scheiße. Ich habe den nochmal vorgekickt. Das war natürlich jetzt doof ein bisschen. Oh, fuck. Oh, sagt man nicht. Nein. Shit. So, das werden wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Ja, jetzt bin ich nämlich am nächsten, Fräulein. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin da, oder? Shit. Ja gut, ja, da steht irgendwie was von einem Punkt, dass der jetzt einen Punkt hätte. Hm, können wir ja vielleicht noch ausnocken. Oh, scheiße, hoffentlich nocke ich mich nicht aus. So. Ja. Oh, shit. Oh Mist. Er hat mich besiegt. Er hat 3 Punkte. Was? Verloren? Bloß weil ich eine Runde jetzt verloren habe? Ah ja, gut. Das war auf jeden Fall Godfrey und Terry können nun, ja... Oder sind jetzt Stufe 4. Bowls Anfänger und ich hab's total verloren. Ha. So eine Scheiße. Das ärgert mich. Also das scheint jetzt hier neu zu sein. Das Gebäude, was auch immer das jetzt auch noch beinhaltet. Auf jeden Fall gibt's hier Kinder. Oh. Die Kinder spielen hier... Ach, die spielen hier Schneeballschlag. Cool. Zeig mal, ja, wie weit könnt ihr schießen? Oh, die können echt weit schießen.
Also ich hätte wahrscheinlich ein bisschen Mühe. Hier, schießt mal auf den Mann dort unten. Also das wäre meins damals gewesen. Auf fremde Menschen schießen und schnell abhauen. Ich, kleiner Feigling. Macht man natürlich nicht, nein. Das ist nicht gut. Ist auch nicht cool. Das ist einfach nur scheiße. Ich war nämlich ein Scheißjunge. So, gehen wir zur nächsten Siedlungsmission. Oder schaffen wir das noch? Wir haben noch 4 Minuten. Verdammt. Wir haben zu lange die Schneeballschlacht angeguckt. Aber ihr habt es gesehen, man kann ja auch so wunderschöne Spielchen machen wie Balls. Das müssen wir auch mal machen, weil da gibt es ja irgendwie auch Trophäen. Aber ich glaube, die muss man gewinnen. Was ich natürlich noch nicht habe. Ja, Hundi. Ein Hundi. Kein Wolfi, sondern Hundi. So, und da scheint sich der Tischler und die Farmer gefunden zu haben. Und der hat anscheinend eine Babywiege gemacht. Wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Um was es hier geht. Frohe Erwartungen. Oh. Sie ist schwanger. Sehr schön. Willst du ihm sagen, Liebling? Ich bin schwanger. Ich weiß es doch. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Das wurde aber auch Zeit. Es gibt da jedoch ein kleines Problem, fürchte ich. Nicht ein Arzt, weit und breit. Nun, dann suchen wir einen. Ich kenne einen, der vielleicht herziehen würde. Sein Name ist Dr. Lyle White. Ist lange her, dass wir ihn gesehen haben. Aber versuch es bei seinem alten Haus in Boston. Joa, danke für den Tipp. Das heißt, wir müssen nach Boston. Und das sollen wir jetzt auch gleich machen wahrscheinlich. Boston ist hier. Und da wir ja nicht weiter sehen können, wo der ist, reisen wir einfach mal schnell in die Mitte von Boston. Vielleicht treffen wir ja zufälligerweise genau an den Ort. Ja, also wir haben ja schon gesehen, dass ein Arzt wohl kommen wird. Da haben wir uns auch schon ein bisschen spoilern lassen. Aufgrund der DNA. Wenn man sich die mal ein bisschen genauer anguckt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Mann ist. Ich dachte, das wäre eine Frau. Aber gut, ist mir auch egal. Hauptsache, der macht gute Arbeit. So, da ist der. Und da müssen wir jetzt hin, glaube ich, oder? Ja, das ist doch hier die Siedlungsmission, ne? Das alles andere sind alles andere Sachen. Gut, gehen wir jetzt zum Arzt und sagen, dass er unbedingt zu uns siedeln soll, denn wir erwarten unseren ersten Nachwuchs in unsere Siedlung. Ich hoffe, es kommen noch ganz, 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 ganz viele, die dann ganz, 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 ganz viel arbeiten für mich. Ich bin ein kleiner Kapitalist hier. Nein, wir tun uns gegenseitig helfen. Wir beschenken uns mit Naturalien. Wir sind völlig antikapitalistisch und was weiß ich. Bla bla bla, tralala, Pumpeng und so weiter. Je nachdem, wie ihr das gerne hören wollt, könnt ihr das jetzt hinzufügen. Gibt ja immer unterschiedliche Meinungen hier. Ist auch gut so. Wir wollen jetzt den Arzt sehen. Und das soll der Arzt sein. Und der raucht? Boah. Na, von dem würde ich mir meinen Arsch befummeln lassen. Dr. White? Nein, er ist der Trunkenbold hinter der Ecke da. Sollte er euch zuhören, sagt ihm, ich kündige. Er macht nichts als Ärger. Das wird mir langsam zu gefährlich. Ich habe Familie. Ich wollte schon sagen, oh Gott sei Dank ist das nicht, aber dann hat er was von Trunkenbold erzählt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was schlimmer ist. Jemand, der raucht oder jemand, der alkoholisiert. Oh Scheiße, wir müssen ihn retten. Scheiße. Ich stelle mich ja aber doof an. Ja, da jetzt kommt die Meldung. Der Verbündete ist fast tot. Ja, wie denn?
Ach. Nix ist fast tot. Der hat ja gerade mal weniger, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Dr. White. Der ist Arzt, er kann sich selber heilen. Mein Name ist Connor. Und wie kann ich dir helfen? Noch ein Zitat für die Zeitung, um es gegen mich zu verwenden. Der raucht ja auch. Ich mache dir ein Angebot. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Doktor, den die Briten in der ganzen Stadt verleumdet haben. White Death. Nicht? Freunde gaben mir deinen Namen. Warren und Prudence. Prudence ist schwanger und braucht die Hilfe eines Doktors. Prudence ist schwanger? Die haben es seit Jahren probiert. Vielleicht ist ein Tapetenwechsel genau, was ich jetzt brauche. Ja, selbst der Doktor weiß, wie lange die schon rumgerammelt haben. Das ist doch schön. Das war frohe Erwartung und wir haben jetzt auch eine Trophäe bekommen. Wir können ja da mal reingucken. Können ja mal ganz, reingucken. 50% aller Einträge in der Fortschrittsanzeige vollenden. Das haben nur 15% der Assassin's Creed 3 Remastered-Spieler geschafft. So, jetzt steht hier was von Dr. White verteidigen. Habe ich das jetzt irgendwie abgebrochen mit meinem Rausgehen? Scheiße. Also, ihr seht, das ist voller Bugs. Shit. Wir reisen einfach mal schnell hier hin. Vielleicht erholt sich das wieder. Also hier steht ja jetzt irgendwie, dass wir Dr. White verteidigen sollen. Obwohl das ja doch jetzt schon vorbei war, ne? Mysteriös. Auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das hat sie wieder gefangen. Wir haben nämlich neue Siedlungsmissionen. Ja, und die werden wir dann auch beim nächsten Mal machen. Schön, oder? Wir haben ja nur Siedlungsmissionen, eine nach der anderen. Das ist doch richtig geil. Wir schauen nochmal kurz in die DNA. Wir sind ja jetzt am Ende des Videos. Ihr seht ja, 50%, also tatsächlich, das hat mich jetzt nicht angelogen, die Trophäe. Wir haben 50% vom ganzen Spiel geschafft. Also es heißt nicht von den Hauptmissionen, da sind wir schon ziemlich weit. Da sind wir bei der 9. von 12. Aber jetzt für die anderen Sachen, was so gibt, vor allen Dingen halt die Siedlungsmissionen, die machen halt viel aus. Ja, da haben wir ja schon einiges hinter uns. Ja, aber gut, dass wir jetzt einen Arzt haben. Den Arzt könnten wir eigentlich noch schnell aufsuchen. Also das könnten wir ja noch mindestens machen. Bevor wir hier abhauen, wo ist der Arzt? Ach hier, Liles Praxis. Die Hütte schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Kommt der Mr. White Dead zu unserer White-Siedlung? Da ja alles weiß ist. Aber komisch, hä? Also ich kann auch im privaten Leben nicht so... Ärzte, die rauchen und übermäßig Alkohol trinken, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, das ist bei mir so ein Tick. Vielleicht findet ihr das gut, aber ich nicht. Das ist so meins, was ich nicht gerne hätte. Und hier sehe ich gerade ein Arztsymbol, deswegen gehe ich ja nochmal hier lang. Hier ist der White Dead. Aber wir schauen uns ja seine Hütte an, das war ja das, warum wir hierher gegangen sind. Oh, das ist aber auch eine prächtige Hütte. Also, ja gut, man sagt ja nicht umsonst. Also, wenn man Arzt ist, hat man genug Kohle. Ja, schick aus, die kleine Hütte. Und ich hoffe, er wird uns auch ab und zu irgendwas an Ressourcen liefern, die wir dann gebrauchen können. Das war es jetzt erstmal mit dieser Folge hier. Die Folge 20, also hat die ganze Zeit um Siedlungsmissionen gehandelt. Aber war doch cool. Also wir haben wirklich jetzt unsere Siedlung doch jetzt wirklich auf Vordermann gebracht. Also ihr seht hier ganz viele Zeichen schon mittlerweile. Uiuiuiui. Und wir haben ja noch einige Missionen vor uns. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Na? Es ist nicht langweilig, es bleibt spannend. Deswegen könnt ihr auch gerne diesen Channel hier
gerne abonnieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, auch gerne ein Like geben. Ihr könnt auch wie immer hier unter jedem Video einen Kommentar schreiben. Ich lese mir sowieso jeden Kommentar durch. Ihr könnt mir Kritiken, Anregungen oder Wünsche äußern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten heißt es wie immer, bis zum nächsten Video.